absolut perfektes Wetter für einen Infostand. Ich durfte sogar meine Jacke ausziehen, weil es so schön warm ist. Ich hoffe, das hält sich jetzt auch. 72 Stunden Infostand. Ihr habt da ordentlich was vor. Das ist schon sehr cool. Ja. Das ist eine verrückte Sache, kommt natürlich auch nur wieder von den Piraten. Viele Grüße an den Christian Oechler, der heute Morgen hier die erste Nacht durchgehalten hat. Nach anfänglichen Komplikationen hat es dann ja doch noch geklappt. Unterstützung gekriegt. Gut, aber wie machen wir jetzt? Also mein Thema ist ja heute das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Und was wolltest du dazu wissen? Okay, also. Kannst du mal einfach mal ein paar. Ich überfalle dich jetzt einfach mal, wenn du was Spezielles wissen willst, ansonsten fange ich einfach an zu erzählen. Ja, also ich hatte gedacht, wir sprechen noch ein bisschen über Patente und über Wirtschaftspolitik und so. Wir können das ja alles irgendwie so einfach in einem fließenden irgendwie durchmachen. Grüßt euch im Stream, dann lasst uns doch einfach mal anfangen. Ich würde sagen, wir stellen uns beide kurz vor. Ich bin der Volker Berghaut, bin der Spitzenkandidat von den Piraten in Hessen für die Bundestagswahl. Und ich bin der Sebastian, auch bekannt unter dem Twitter-Handle @geekpirat. Der eine oder andere wird schon mal was davon gehört haben. Ich bin sehr rege dort aktiv. Bin jetzt frisch nach Gießen gezogen und bin engagierte Basis, wie es so schön heißt. Ja, prima. Und wir sind halt hier in Gießen auf dem 72-Stunden-Infostand-Marathon, den die Piraten in Gießen gemacht haben oder aufgestellt haben. Und werden jetzt bis zur Wahl, bis es soweit ist am Sonntag, machen wir hier Programm für euch und wollen alle Piratenthemen einmal nochmal machen. Es gibt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dafür hat der Sascha ein Pad angelegt. Da sagen wir auch nochmal den Link durch. Das ist gießen.piratenpad.de/trollendes Sofa. Trollendes Sofa. Das trollende Sofa. Also damit es für Piraten auch attraktiv ist, sollte es das trollende Sofa sein. Da sitzen wir jetzt gerade drauf. Super. Ja, du hast gerade eben schon angesprochen, bedingungsloses Grundeinkommen wäre ein Thema von den Piraten, über das wir sprechen können. Ganz genau. Die Piraten haben sich dann zum letzten Bundesparteitag irgendwann mal so zusammengetroffen und haben gesagt, okay, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ein interessantes Konzept. Und wie kriegen wir das in die Politik und ins Gerede? Und wir haben uns gesagt, na gut, wir sind halt eine Partei, die basisdemokratisch organisiert ist. Wir sind jemand, die wir möchten die Bürger mit einbeziehen in die Politik, die wir machen. Also wollten wir dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht einfach über die Köpfe hinweg entscheiden, sondern wir haben gesagt, okay, wenn wir in den Bundestag reinkommen, also 5%-Hürde überwinden, also das ist eure Gelegenheit, uns nochmal nächsten Sonntag jetzt die Stimme zu geben, wollen wir eine sogenannte Enquete-Kommission gründen. Das ist also ein Haufen von Spezialisten und klugen Köpfen und die schnappen sich die ganzen vielen Konzepte, die es zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt, stellen die gegenüber und im Idealfall kommen dann eine Handvoll guter und überlebensfähiger Konzepte raus. Die sollen dann euch allen erklärt werden und dann soll eine Volksabstimmung darüber gemacht werden, ob ihr das bedingungslose Grundeinkommen wollt und wenn ja, welche Version davon. Ganz genau, das ist dieser Reset-Antrag, der Nachfolger vom Reset-Antrag ist im Grunde. Ne? Was wir in Offenbach beschlossen haben, wir wollen diese Konzepte in der ganzen Gesellschaft erarbeiten und wollen hinterher eine Volksbefragung, Volksentscheid darüber machen, welche Version wir davon einführen wollen. Da gibt es ja jetzt unheimlich viele Konzepte, die einfach schon in der Diskussion sind. Und die reicht ja von der CDU bis zu den Grünen, die sich schon mit dem Thema Grundeinkommen beschäftigt haben. Und was ist bei den Piraten jetzt speziell daran? Warum sind die Piraten da besonders dicht und nah dran? Das Besondere bei den Piraten ist einfach, dass wir die einzige Partei sind, die das auch in ihr Wahlprogramm reingeschrieben haben. Die anderen sprechen noch drüber, sind aber scheinbar noch so ein bisschen skeptisch und haben so Kontaktschwierigkeiten. Und bei uns ist es etwas, was uns sehr, sehr nah am Herzen liegt. Weil es halt eine gesellschaftliche Teilhabe überhaupt erstmal möglich macht. Ja. Wir haben viele Leute, die ehrenamtlich arbeiten und dafür einfach nicht wirklich entlohnt werden. Und das wäre eine Möglichkeit, ein Teil davon wäre eine Möglichkeit, dass dann solche Förderung auch wieder Kindererziehung ist zum Beispiel etwas. Ja. Eine Mutter klassisch jetzt zumindest, die bleibt dann natürlich, wenn das Kind da ist, dann zu Hause.
Und wer finanziert das dann weiter? Derjenige, der dann halt noch am Arbeiten ist. Und heutzutage ist das ja auch so, dass in der Regel beide Elternteile gebraucht werden, um die Familie durchzufüttern. Und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre wenigstens eine Grundsicherung da. Also ich denke auch, das Programm, den ich raten, sieht ja vor, dass man das so schrittweise einführt. Und dass man erstmal guckt, es gibt verschiedene andere Sozialleistungen, in denen man Grundeinkommen im Grunde zahlt. In Deutschland ist klar, wir wollen, dass niemand verhungert und dass jeder eine sichere Existenz hat. Und das würde man halt einfach durch so ein Grundeinkommen auch nochmal festschreiben und irgendwie halt bedingungslos garantieren. Also irgendwas, was eigentlich in der Gesellschaft völlig akzeptiert ist. Und da wäre zum Beispiel Erziehungszeiten sicherlich ein Thema, wo man über ein Grundeinkommen ganz vernünftige Grundsicherungen schaffen kann. Im Bildungsbereich, meine ich, fordern wir es auch, dass wir statt BAföG ein Bildungsgrundeinkommen fordern. Das kann durchaus sein, das weiß ich jetzt gerade aktuell gar nicht. Ich habe mich mehr mit dem Thema befasst, was ich jetzt gerade angesprochen habe, mit dem großflächigen bedingungslosen Grundeinkommen. Was ja auch vorsieht, dass wirklich, das sagt ja auch schon das Wort bedingungslos, das bekommt jeder. Das bekommt also der Millionär so, genauso wie das Neugeborene. Obwohl es auch dort unterschiedliche Ansichten gibt. Es gibt auch Leute, die sagen, gerade auf die Erde gekommen ist, braucht man vielleicht noch nicht 800 Euro. Das wäre eine Möglichkeit, dass man das dann halt nach dem Alter halt wie in so einer Kurve dann halt staffelt, dass es dann halt immer mehr wird. Oder dass man es ab einem gewissen Alter erst auszahlt, wenn man zum Beispiel halt, ich sag mal, 14 wird oder sowas. Und das sind halt genau diese Punkte, die dann halt in dieser Enquete-Kommission dann halt sich angeguckt werden soll. Wie das Ganze dann halt umsetzbar wäre. Ja. Also es muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, wo viele Leute so ein bisschen skeptisch sind, wenn jetzt jeder, es ist immer so ein Betrag im Gerede, so 800 oder 1000 Euro soll man dann da ungefähr bekommen, haben sich die Piraten ja auch noch nicht wirklich festgelegt. Das soll ja diese Enquete-Kommission machen. Aber wie könnte denn, nehmen wir mal jetzt die 1000 Euro, wie könnte denn sowas überhaupt finanziert werden? Auf der einen Seite muss man sagen, wir haben jetzt schon unheimlich viele Ausgaben im Sozialbereich. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir fassen das einfach alles zusammen. Ja? Es wird kein Hartz IV mehr extra ausgezahlt, es wird kein Kindergeld mehr extra ausgezahlt, sondern das fällt alles unter dieses bedingungslose Grundeinkommen. Wäre schon mal ein Großteil davon schon mal abgedeckt. Wenn man sich überlegt, dass 50% in etwa für die Bürokratie rausgeht, um erstmal zu gucken, heutzutage, wer ist denn überhaupt bedürftig? Ja? Wer ist denn überhaupt in der Lage oder qualifiziert für ein Hartz IV Gehalt sozusagen zu bekommen, das würde wegfallen. Das sind 50% der Ausgaben. Das könnte auch damit reinfließen. Weitere Überlegung wäre natürlich auch eine Finanztransaktionssteuer. Das würde den Reichen mal zur Kasse beten. Ja, und das sind alles so Sachen, da würde richtig einiges an Geld zusammenkommen und somit würde sich das am Ende dann auch wieder bezahlen lassen. Also was ich an dem Konzept halt auch unheimlich wichtig finde, ist, dass man von dieser Sanktionspolitik von Hartz IV wegkommt, weil also wir haben im Moment ja ein Sozialsystem, was eigentlich auch jedem eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen möchte, aber es funktioniert halt durch extrem drastische Sanktionen in diesem Hartz IV-Gesetzespaket, wo jeder irgendwie unheimlich viel über sich preisgeben muss, wo man Leuten verbietet, übers Wochenende mal irgendwo hinzufahren, beziehungsweise man sich abmelden muss, wo man alle seine Ersparnisse irgendwie offenlegen muss und dann aufbrauchen muss. Und da entsteht einfach ein extremer Druck und eine aggressive Stimmung zwischen demjenigen, der eigentlich was machen möchte und der sich für die Gesellschaft einbringen möchte, der irgendwas arbeiten möchte und dem Amt. Und das bringt halt irgendwie überhaupt keinen weiter. Also irgendwie, wenn man mit den Leuten spricht, ist es wirklich eine menschenunwürdige Situation, in die da Leute reingebracht werden. Und das wäre halt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen sehr schnell entspannt. Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt während des Wahlkampfs zum Beispiel erlebt. Ich habe bei mir vor der Wohnung eine Piratenfahne aufgehängt, um so ein bisschen Werbung zu machen. Und da ist dann halt ein Nachbar darauf aufmerksam geworden, hat mich am Fenster angesprochen und wir sind so ein bisschen ins Gerede gekommen und er hat angefangen mitzuhelfen mit dem Wahlkampf. Ja. Und er selber ist halt Hartz-IV-Empfänger und ich bin dann bei ihm in der Wohnung gewesen und hat noch nicht mal Tapeten an der Wand, weil er sich das nicht leisten kann. Er meinte, nachdem er wieder nach Gießen gekommen ist, haben seine Tiere mehr zu essen als er. Ja? Das mag vielleicht auch ein Extrembeispiel sein, aber die Nachrichten diesbezüglich, die häufen sich ja, dass die Leute wirklich ganz, ganz weit unten sind. Ja? Und dann wird den Schwächsten unserer Gesellschaft auch noch auferlegt, jeden Job anzunehmen, auf Biegen und Brechen, egal ob er sich dafür interessiert, ob er dafür eine Ausbildung gemacht hat, also qualifiziert ist und dass er seinen Interessen nachkommt. Das kann es doch nicht sein, ja? Dass solche Leute dann auch noch
für einen Hungerlohn Drecksarbeit machen müssen, wenn man so möchte. Ja, ja, es ist auch einfach die Frage, wenn du in Arbeit reingezwungen wirst, dann machst du sie halt im Zweifel auch nicht gut. Und dann machst du sie widerwillig und ganz genau. diese positive Stimmung, mit der man an der Arbeit das Grundherangehen irgendwie ist das ja nicht, dass jeder Mensch irgendwie der Gesellschaft schaden möchte, sondern grundsätzlich möchtest du dich ja einbringen, möchtest für dein Umfeld was Gutes schaffen und da schaffst du einfach die Freiheit dafür, wenn du dich nicht auf solche Repressionen da einlassen musst. Ganz genau. Vor allen Dingen ermöglicht es dir auch ja wieder kreativ zu sein. Ja, wenn man die ganze Zeit mit so einem Angstgefühl durch die Welt läuft, ja, ich könnte jetzt meinen Job verlieren, dann müsste ich Hartz IV dann beziehen und dann müsste ich mich wieder nackig machen und das ist geächtet sozial. Das sind so Sachen, die hemmen kreative Zusammenarbeit und heutzutage haben wir es ja immer noch, dass Künstler gefragt sind, dass Leute möchten Musik hören. Ja, ich sehe hier alle Nasenlänge irgendjemand mit Kopfhörern auf den Ohren durch die Gegend laufen. Und wie viele Leute werden dadurch am Ende eigentlich gehemmt und wie viele soziale Komponenten fehlen uns dann eigentlich? Ja, und wie viel Kultur geht uns dadurch eigentlich verloren? Das muss aufhören. Ja. Ich glaube, wir müssen noch eine Frage ansprechen, die immer wieder im Zusammenhang mit bedingungslosem Grundeinkommen gestellt wird. Wer würde denn dann noch arbeiten? Hast du mit Sicherheit auch schon häufig gehört, diese Frage? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, ja, jeder, der sich in irgendeiner Form für das bedingungslose Grundeinkommen ausspricht, der hat diese Frage schon mal gehört. Ich gebe die Frage einfach mal zurück. Willst du arbeiten? Das ist nämlich auch genau das, was ich die Leute dann an den Infoständen dann frage. Vor allen Dingen, würdest du eine Arbeit machen, die dir Spaß macht? Das ist ja meistens der Clou. Ich bin zum Beispiel Server, System, Netzwerkadministrator. Und das ist etwas, das wollte ich schon immer machen. Und selbstverständlich würde ich diesen Beruf weiter ausführen, weil mir das einfach Spaß macht. Und ich gar nicht zu Hause die Technik, die in den Firmen vorherrscht, gar nicht abbilden kann und gar nicht auf so einem hohen Niveau mit der Technik rumspielen kann und mich da verwirklichen kann. Also ich würde definitiv weiterarbeiten. Und jetzt stellt sich die Frage, ja gut, ja, tollen Job, ja, der Spaß macht und der mir gefällt, den würde ich natürlich machen. Aber was ist denn mit den Arbeiten, die man vielleicht nicht so gerne macht? Ja, um nochmal auf meinen Nachbarn zurückzukommen, der hat jetzt zwangsweise einen Job als Dixie-Klo-Putzer angenommen. Also musste er annehmen quasi. Und das ist, der muss natürlich auch gemacht werden von irgendjemandem. Aber was würde denn passieren, wenn jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt? Dann hat man drei Möglichkeiten, also der Anbieter von Dixi-Klos hat drei Möglichkeiten. Entweder er versucht zu automatisieren. Die nächste Möglichkeit wäre, er würde versuchen, seinen Job, den er da hat, angenehmer zu machen und Vergünstigungen zu geben. Ja, indem er zum Beispiel, beim Dixi-Klo mag das jetzt vielleicht ein hinkendes Beispiel sein, aber bei anderen Firmen wäre es zum Beispiel denkbar, dass Kita-Plätze oder sowas zur Verfügung gestellt werden für Eltern, die da in der Firma arbeiten. Also eine Kinderbetreuung und ähnliche Vergünstigungen und dass der Arbeitsplatz einfach attraktiver wird, dass man sich vielleicht einfach Auszeit nehmen kann oder mal auch kreativ in der Firma arbeiten kann. Das ist etwas, was Google zum Beispiel ganz gerne macht. Und dadurch würde dann wieder würde eine Verbesserung auch auf dem Arbeitsmarkt und im Arbeitsklima stattfinden, weil die Menschen viel ausgeglichener arbeiten können. Und eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass der Betreiber von Dixi-Klos oder wer auch welchen Job man sich jetzt auch ausdenkt, das einfach selber macht. Ich denke mal, dass so circa zwei Sachen davon keine Option für die meisten Unternehmer sind. Also muss er quasi ein vernünftiges Arbeitsklima schaffen. Und wahrscheinlich dann entsprechend mehr bezahlen. Ich glaube, auch da wird es einen Effekt haben. Bedingt. Dadurch, dass man natürlich, also je nach Modell wäre das natürlich denkbar. Angenommen, wir sagen jetzt, 800 Euro ist jetzt ungefähr das bedingungslose Grundeinkommen, was jeder von uns bekommt. Dann müsste der Arbeitgeber ja keine 1600 Euro mehr auszahlen, weil 800 Euro hat man ja quasi schon. Also wäre es, würde ihm es vielleicht dann, ich sage jetzt mal nur noch die Differenz dazu kosten. Also Kosten darf man ja bei sagen. Aber das wäre dann so sein Anteil. Aber das kommt auch wieder ganz stark darauf an, welches Konzept setzen wir dann am Ende in die Tat um. Und da ist natürlich dann auch wieder der Wähler gefragt. Okay, ich überlege jetzt gerade, ob wir mal rausfinden, ob es Fragen gibt aus diesem trollenden Sofa-Pad. Gerne. Da müssen wir bloß mal gucken, wie wir an das rankommen. Sascha. Sascha? Sascha. Internet an Sascha. Hast du noch deinen Rechner irgendwo offen, wo das Pad aufgeregt ist? Sollen wir das von dem... Können wir arrangieren, ja. Wir arbeiten dran. Bei Smartphones. Oh, ich sitze drauf. Ja. Deswegen ist das so warm hier. Ah, dahinter. Ah, deswegen war es auch nicht... einer Schau. Guck mal, dann wird das ganz einfach.
März. Ja, sehr löblich. Ich möchte da ein Kennwort von dir wissen. Und das? Also nochmal kurz bei der NSA. Das geht gar nicht. Ja, ich rufe einfach kurz an die NSA. Da hatte doch irgendjemand hatte doch was getwittert mit dem Link, oder? Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, dass hier der Sofa sitzt. Bei Piraten gießen vielleicht? Ah, das Pets und Freunde im Sofa, ja, sehr gut. Guck mal, da ist auch schon ein bisschen was reingeschrieben. Rein Europa als Thema. Doch, wir können gerne auch über Europapolitik sprechen. Oh, das mein Gebiet ist also, muss mal kurz gucken. Ja, wie wollt ihr das BGE überhaupt finanzieren? An den Sitzgeraden. Ja, das ist ja eine Frage, die ich gerade schon mal beantwortet hatte. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, Finanztransaktionssteuer wäre etwas. Oh, das ist aber immer traurig. Kann man sich so mal mitnehmen? Ja, gerne. Und natürlich würde es natürlich auch viel Konsolidierungseffekte erzielen, wenn jetzt die ganze Bürokratie da abgebaut wird, oder ein Großteil davon. Das sind so Einnahmequellen, die man anschauen kann. Alles klar, dann machen wir das ein bisschen größer. Die nächste Frage ist, das hatten wir schon mal angesprochen, wer würde denn noch arbeiten hier? Ja, das wenn ein BGE eingeführt werden würde? Ja, das hatte ich ja gerade angesprochen. Und da ist auch ein Anliegen der Piraten, dass man nochmal über diesen Arbeitsbegriff oder was ist Arbeit wert nachdenkt, weil halt einfach auch unheimlich viel Arbeit im ehrenamtlichen Bereich geleistet wird, was so Kinderbetreuung, irgendwie Jugendarbeit in Sportvereinen oder bei den Pfadfindern oder sowas ist, was halt im Moment ganz gering bezahlt wird, aber extrem wichtig ist. Oder auch dieses Verhältnis irgendwie Arbeit in der Pflege, in der sozialen Betreuung irgendwie ist sehr, sehr schlecht bezahlt, häufig auch mit ehrenamtlich geleistet. Und ist, wenn man guckt, was halt irgendwie hoch bezahlt ist, dann sind es auch Leute, die eigentlich nur 24 Stunden arbeiten, aber irgendwie dafür in einem Monat so viel verdienen wie andere Leute im ganzen Jahr. Also da ist halt auch dieser Zusammenhang zwischen Arbeit und Bezahlung und Wert irgendwie in eine ziemliche Schieflage gebracht, habe ich den Eindruck. Ja, definitiv. Und das ist ja auch, sieht man ja auch überall, das hatte ich ja gerade auch schon mal angesprochen. Wir machen zum Beispiel ja auch gerade Wahlkampf komplett ehrenamtlich. Ja, also ich werde hier gerade genauso wenig bezahlt wie du oder wie die anderen drei Leute, die da vorne am Infostand stehen. Also wir opfern unsere Zeit dafür. Ja? Und hätte ich jetzt kein vernünftiges geregeltes Einkommen, wäre ich das vielleicht sogar unter Umständen gerade unter der Woche um einiges schwieriger. Genau, und dann die dritte Frage, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, halte ich aber tatsächlich auch für eine wichtige Frage. Wenn ein BGE eingeführt wird und es für alle Menschen sein soll, dann müssen wir doch die anderen durchfüttern. Also, was ist dann mit dem Wohlstand? Wenn wir uns selbst entscheiden würden, was wir machen, würden wir dann trotzdem noch so viele Güter produzieren wie jetzt? Also, wir sehen ja eigentlich, dass wir genug Güter produzieren. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ja, das fängt bei der Nahrung an oder bei Elektronik irgendwo dann am Ende wieder auf. Also, Güter haben wir definitiv genug. Ja, und wir produzieren da auch genug. Und ich verstehe auch nicht, wo das Problem sein sollte, wenn wir sagen, wir sind eine große Gruppe von Menschen und wir stehen füreinander ein. Wir kümmern uns um alle. Wir kümmern uns auch um die Schwachen. Ja, warum soll die Leute, denen es dann halt besser geht, die Glück im Leben unter Umständen gehabt haben, nicht auch ein bisschen was davon abgeben, um die Leute zu unterstützen, denen es halt nicht so gut geht. Ich finde, das ist ein Menschenbild, was einfach schön ist, anderen Leuten zu helfen. Ja? Und man darf ja auch nicht vergessen, dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommt ja jeder. Das heißt, wir füttern uns ja alle gegenseitig durch. Ja. Es ist ja nicht so, dass einer etwas bekommt und der andere hat dadurch quasi weniger. Ja? Weil der Millionär hat ja auch die 800 oder 1000 oder was auch immer Euro. Ja? Also es ist ja gerecht, das ist ja der Clou dabei. Ja. Ah, ja. Vielleicht nochmal irgendwie ein konkretes Modell, was in dem Zusammenhang hier auch erwähnt wird, ist so eine negative Einkommensteuer. Das ist mein Kritikprogramm in Bayern so formuliert. Hast du da dich mal weiter mit auseinandergesetzt? Also da kommen ganz, ganz viele mathematische Sachen dann am Ende rein und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in Mathe schon immer eine Niete gewesen bin. Ich kann es nicht hundertprozentig erklären, aber im Prinzip scheint es wohl so zu sein, dass wenn man
Die Piraten stehen dafür, wenn man keine andere hat, soll man einfach mal den Mund halten. Also ja. Die Jägerdivereinigung, das kann ich nicht erklären. Also da würde ich am besten mal an die Wikipedia verweisen. Ja. Und es gibt garantiert auch noch den einen oder anderen Piraten, der das euch vorrechnen kann. Also Google is your friend in diesem Fall. Ist zum Beispiel ein Modell, was ich ziemlich attraktiv finde. Ich kann es halt auch nur im Rum erklären. Wo die Frage ist, irgendwie man hat ein Grundeinkommen, so ein Jahreseinkommen, was man kriegen sollte. Und wenn man arbeitet im Grunde ganz normal, darüber man möchte, hat halt keinen Druck, irgendwas anzunehmen oder nicht. Und wenn man am Ende weniger verdient als halt im Monat, als halt so dieser 12. Anteil von dem Grundeinkommen, dann wird das aufgestockt aus Steuermitteln. Und wenn man mehr verdient, dann zahlt man halt den normalen Steuersatz drauf. Und dadurch gleicht sich das aus und du hast halt mindestens ein Einkommen in der Höhe, was halt auf der anderen Seite einfach im Grunde ein Steuerfreibetrag ist im jetzigen System. Also es ist auch so, dass es halt eine relativ leichte Überleitung wäre. Gut, ja. Wenn ihr Fragen habt zum Grundeinkommen, dann schreibt es möglichst jetzt in das Pad rein, entweder in den Chat oder oben in den ersten Blog von BGE. Dann können wir das jetzt noch ansprechen. Vielleicht auch eine kurze Rückmeldung zu der Ton- und Bildqualität wäre super. Ob wir Mikros dicht genug am Mund haben, ob das soweit gut eingestellt ist, Bildausschnitt. Also, da ist das jetzt. Nachbar! Das war schon im Vorfeld. Ja. Das war BGE. Ja. Und ich hatte noch neben dem Zeitungsartikel, den wir veröffentlicht haben, noch Freiheit und das überhaupt noch Staat noch so. Ja. Also könnte, wenn man sich noch eine Box ranhängt, dann könnte man von so Gesprächen auch. Ja, die Leute hier bescheiden. Aber das ist auch die Frage, ob die Leute so bescheiden werden wollen. Ja. Ja. Der. War das die FDP? Nee, einer von den Linken. Ja. Da habe ich gestern mal extra drei gesehen, die haben dann groß Musik gemacht und gute Zeit. Ja. Gut, dann guck doch nochmal in das Pad rein. Ansonsten würden wir vielleicht zum nächsten Themenblock weitergehen. Da würde es dann um Energie und Patente gehen. Ja, das ist allerdings nicht mehr meins. Also ja, dann kannst du mir dann gleich die Frage stellen. Das kriegen wir natürlich. Gut. Was auch spannend wäre mal die Nutzerzahlen oder Zuschauerzahlen im Stream anzugucken. Wie das denn ist. Und da waren es nur noch das zwei. Müsste auch der Ralf mal gucken, ob du Nutzerzahlen im Stream siehst. Das muss ich bei links einmachen. Achso, nur dann. Ja, kann ich später machen. Ja, gut. Also es kommt scheinbar zum BGE keine weiteren Fragen. Sollte noch was nachträglich kommen, können wir dann natürlich noch mal drauf eingehen. Ich bin dann noch bis 13 Uhr hier auf dem Sofa. Genau. Bin ich kurz mal weg. Ja. Katascha kommt ja heute auch noch, unsere politische Geschäftsführerin. Die wird dann um 13 Uhr ein paar Zerquetschte vom Bahnhof abgeholt. Gut, dann machen wir einfach mal weiter mit Energie und Patente. Und die erste Frage, die wir hier im Pad haben. Bei der Energiewende müssen doch wieder nur die kleinen Leute zahlen. Deine 5 Minuten. Ja, meine 5 Minuten zur Frage Energiewende. Ja und nein, würde ich sagen. Also es stimmt, dass wir im Moment beim EEG eine Schieflage haben, weil unheimlich viele Unternehmen von dieser EEG-Umlage befreit sind. Und wo halt die Energiewende tatsächlich nicht solidarisch finanziert wird und jeder, der Strom verbraucht, der trägt dann seinen Anteil, sondern es gibt Golfclubs, die befreit sind, es gibt Bäckereien, die befreit sind, wo man sagt, es muss nicht sein. Die Unternehmen würden trotzdem hier bleiben, auch wenn sie EEG-Umlage bezahlen. Und gerade diejenigen, die viel Strom brauchen, müssen sich halt eigentlich auch am meisten Gedanken machen, wie sie entweder Strom einsparen können oder halt auf grünen Strom umsteigen können. Insofern ist an der Stelle sicherlich ein großer Handlungsbedarf, dass man sagt, diese Ausnahmeregelung, die muss weg. Es ist halt auch die Frage, wo setzt man da die Grenze? Zum Teil setzt du Anreize, dass Leute mehr Strom verbrauchen, damit sie über eine Grenze rüberkommen und dann befreit werden. Das ist halt total irrsinnig, was da zum Teil passiert.